Ja, hallo. Jeder, der es wissen möchte, hat es mit Sicherheit längst mitbekommen. Ich sagte es ja auch schon, Berlin findet statt und jetzt bringt es tatsächlich auch der Mainstream. Das Gericht hat dem Widerspruch stattgegeben. Angeblich soll es da nochmal eine Gegenklage vom Gerichtshof und Polizei Berlin geben, aber nichtsdestotrotz, die Menschen reisen an und das hätten sie ja so sowieso nicht durchziehen können. Denn ich meine, die Menschen hätten sich nicht abhalten lassen. Die meisten wären, die es geplant hatten, haben, wären so oder so nach Berlin gekommen. Klar. Ich bringe noch mal ein paar Titel, die einfach in dem Kontext interessant sein können. Ich habe es jetzt nicht geschafft, bin noch in Zürich hier berufsbedingt, werde aber. Erst dachte ich Stuttgart, da habe ich auch Familie und Bekannte, aber nach Darmstadt fahren zu alten Freunden, befreundeten Pärchen, die ich mal im Griechenlandurlaub kennengelernt habe. Und dort werde ich mal fragen, was man dort vielleicht über Michael Ballweg weiß, was man da gehört hat, eventuell. Aber letztendlich hängt es auch nicht an so einer Person. Verliert euch auch nicht zu sehr in solchen Details. Natürlich ist es schon gut zu wissen, mit wem man es da zu tun hat. Aber ich glaube, dass Berlin morgen wichtig ist. Ich glaube auch, dass es nochmal ein Meilenstein ist. Aber ich glaube nicht, dass danach schon die gigantischen Umwälzungen und Veränderungen passieren werden. Es ist wiederum ein Schritt, Step by Step. Das glaube ich. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie entmutigen, aber ich glaube nicht, dass nach dem morgigen Tag dann schon da ein Regierungswechsel oder was auch immer stattfinden wird. Also die Anliegen sind verschieden. Es wird friedlich bleiben. Es ist gut. Es ist wichtig. Aber eben Schritt für Schritt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es praktisch zu einer Tsunami-Veränderungswelle direkt danach kommt. Ich werde auch, wie gesagt, in Darmstadt auf dem Marktplatz sein und nicht in Zürich, weil irgendwie glaube ich, hier hätte ich ein Plakat gemacht. Ich hätte nicht anders gekonnt, das auch noch mal auf Davos aufmerksam macht, Gastgeberland. Ich meine, gut, vorher waren es die Niederlande, Bilderburg, irgendwer findet sich, gern die kleineren Staaten. Sehr gern die Schweiz. Und ich hätte vielleicht auch, ich meine, das Nazigold ja immer noch, auch wenn mit Einschränkungen, immer noch Mafia, Geldwäsche und Co. Fast 500 Banken hier in Zürich. Das Gold der Ukraine ist aller Wahrscheinlichkeit nach dieses vermisste Gold irgendwie auch hier gelandet. Das war zur Corona-Zeit, da fand ich es nicht so wichtig. Ich hatte da aus Amerika Infos bekommen, die ich dann gar nicht so gestreut habe, weil das allgemeine Interesse ganz woanders lag. Aber da waren Bilder von nicht deklarierten Flugzeugen. Ich meine, dass es nicht die großen Airlines sind, ist sowieso klar, aber eben komplett unknown, also nicht deklariert, die das vermutlich hierher gebracht haben sollen. Also es waren einige Belege und auch Fotomaterial, was ich damals da bekommen hatte. Ja, ich meine, ich profitiere demnächst sicher auch wieder von nochmal vom Wohlstand dieser Region. Auch wenn man unglaublich viel arbeiten muss. Oder eben, wenn man sich erstmal so entscheidet, ja, was muss man? Demnächst wird die Welt vielleicht wirklich eine andere sein. Auch eben im positiven Sinne. Also irgendwann, Schritt für Schritt, kommen wir dahin, das glaube ich. Aber eben, das sind so Fragen, die ich durchaus hätte. Ja, und die Verbandlung mit dem Vatikan ist uralt und die ist auch noch nicht aufgelöst. Schweiz, Vatikan. Nicht nur die Schweizer Garde, wenn es das nur wäre. Gut, Titel: Berlin 08/29. Berlin, also es ist was Englisches. Doppelpunkt. Urgent Message to President Trump. And Fox News. Der Wahlkampf läuft ja wohl für Trump doch recht gut. Und wenn man da glaubt, dass es eine geistige Welt gibt, die auch unterstützt, manche glauben ja auch, dass das Virus eigentlich
gezüchtet und viel gefährlicher war und dass da eine geistige Welt einwirkt und es praktisch negieren könnte, das nicht getan hat, aber weniger gefährlich gemacht hat. Also viele spirituelle Menschen glauben sowas. Dann haben wir hier ganz was anderes. Ich weiß, ich habe es einfach mal reingestreut, weil es mir gerade in den Sinn kam, weil hier eben jetzt, es heißt tatsächlich, viele 50% läuft im Moment in Zürich hier mit Maske rum. Jetzt, wo man eben die Regel praktisch hier auch reingebracht hat, Maske in den Geschäften und so weiter. Die Regeln werden ja doch gut befolgt. Viele Jugendliche, gerade Jugendliche, sind wirklich erkrankt, aber die sind schon immer viel krank gewesen hier, bedingt durch Druck, Drill, Frust, Angst. Ja, man darf die Aspekte, die auch dazu führen, dass Krankheit entsteht, nicht außen vor lassen. Und wenn die jetzt aus Portugal, Spanien, Italien kamen, dann wird gesagt, oh, aus den Ländern eingeschleppt, aber zum Teil sicherlich auch dort. Ich meine, sie haben da ihre Wurzeln, sie haben diese Mentalität, haben sie ein recht schönes, freies Leben gehabt, dann kommen sie auf einmal in diese Enge, in diesen Drill zurück, fühlen sich unter Druck, sind unglücklich. Das sind auch Aspekte, die eine Rolle spielen und nicht nur so simpel, ja, jetzt sind sie aus Südeuropa hierher gekommen und haben es uns eingeschleppt. Gut, also nächster Titel. Eilantrag, Doppelpunkt, Demoverbot, Interview mit Dirk Sattelmeier. Gut, das ist dann jetzt schon, also der Eilantrag, dem ist stattgegeben worden. Das Gericht hat grünes Licht gegeben. Berlin findet eben auch ganz offiziell statt. Ist ja wirklich auch in jedem deutschen Mainstream heute jetzt. Rechtsanwalt Markus Heinz mit AI und TZ zum Verbot der Querdenken-Demo vom 29.08. Gut, das ist eigentlich dann jetzt schon Schnee von gestern. Das wäre vielleicht noch mal ganz interessant an die Menschen auf dem Weg nach Berlin. 29.08.2020. Anonymous. Also, Anonymous, Anonymous mal wieder. Q, Anonymous und Co. Ich habe es noch nicht gehört, aber in den Chats ist eigentlich auch schon immer eine gute Vorauswahl. Demo in Berlin verboten, brauchen wir dann jetzt auch nicht mehr. Corona-Demo in Berlin verboten. Ein Appell an die Verantwortlichen, das war sogar von Raphael Bonelli. Einfach im Nachgang, der hat da auch was gepostet und ein Video dazu gemacht. Dann hätten wir hier, nach dem werde ich mich morgen mal erkundigen oder heute Nacht schon, je nachdem, wann ich da ankomme. Hashtag Aufruf von Michael, Hashtag Ballweg auf der Straße des 17. Juni zu bleiben, Hashtag Querdenken, Hashtag Zelt. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch ausgeladen ist, der Silberjunge, Thorsten Schulte. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich denke mal, der wird auch dabei sein. Annika Dietmann, ein überraschendes Interview, ungeschnitten 11. Der Club der Lebendigen, Bindestrich, meine neue Clique und ich sind stärker als die Anfeindungen. Ja, tut euch zusammen. Wer weiß, wer sich in Berlin auch wieder trifft und danach verbunden ist. Das ist gut. Ich wäre schon auch gern dabei gewesen. Vielleicht gibt es ja noch mal eine und dann kann ich es irgendwie. Dann bin ich vielleicht so solvent und buche mir einen Flug. Oder Zug. Und dann einfach damit lasse ich es jetzt auch dann stehen, auch wenn es sich andere Titel sind. Ich will es nicht zu lang machen. Is Trump a Lightworker? Also ist er einer von den Lichtarbeitern? Das glauben manche. Ja, von den guten Kriegern. Krieger des Lichts. Looking for more support and connection. Also drunter, also ist Trump a Lightworker, looking for more support, Unterstützung and connection, Verbindung, Fragezeichen. Gut. Also, Berlin bleibt friedlich. Das wird gut, ich bin gespannt. Ja. Wir sind alle verbunden. Liebe herzliche Grüße von mir.